Willkommen zurück zu meinem neuen Projekt. Heute gibt's mal etwas Ungewöhnliches, denn ich habe das Bild tatsächlich gebügelt. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich wollte etwas Wachs von dem Wachsmalstiften entfernen, um eine bessere Grundlage für weitere Schichten zu schaffen, vor allem für den Himmel, der noch nicht ganz fertig ist. Ich habe das Bügeleisen auf die niedrigste Stufe gestellt, dann Butterbrotpapier darüber gelegt und vorsichtig gebügelt, bis das überschüssige Wachs ins Papier überging. Das hat ganz gut geklappt und macht den Himmel jetzt leichter für weitere Farbschichten bereit. Während ich die neuen Schichten auftrage, variiere ich die Farbtöne ganz leicht, ein bisschen Blau hier, etwas Violett da und auch ein Hauch Rosa und Gelb für die warmen Highlights. Das Wachs hat sich übrigens auch mit den neuen Farben super verbunden. Es wird wieder eine leicht glatte, fast schon leicht glänzende Oberfläche geben, was den Himmel so schön plastisch macht. Es ist verrückt, wie schnell man seine Meinung ändern kann. Vor einer Woche hätte ich noch nie gedacht, dass ich mal gern mit Buntstiften arbeiten würde. Doch inzwischen könnte ich wirklich den ganzen Tag damit malen. Bei mir kamen dann gleich verschiedene Stifte zusammen, und das macht das Ganze noch spannender. Ich habe ein 12RZ Polychromos ergattert, das im Black Friday für nur 18 Euro im Angebot war. Die Polychromos sind echt toll für das Verblenden und die feinen Übergänge, weil sie auf Ölbasis sind. Dadurch lassen sie sich weicher ins Papier einarbeiten und verbinden die Farben nahtlos miteinander. Die Farben wirken so lebendig und harmonisch perfekt, um die Details herauszuarbeiten. Dann habe ich noch die Castle Art Stifte, die ich für ihre wunderschöne Farbauswahl echt schätze. Die Farben leuchten und sind perfekt für die Grundschichten. Castle Art sind Wachsstifte und daher nicht ganz so geschmeidig beim Verblenden wie die Polychromos, aber sie bringen lebendige Grundtöne ins Bild und das ergänzt sich richtig gut. Zusätzlich habe ich mir die Faber-Castell Color Grip Stifte bei Müller geholt. Sie sind perfekt für den Schulgebrauch und eignen sich gut für schnelle Skizzen und einfache Malideen. Für intensiveres Arbeiten nutze ich jedoch lieber die Polychromos und die Castle Art Stifte, weil diese sich besser schichten und verblenden lassen. Das Experimentieren mit diesen verschiedenen Stiften macht einfach Spaß und zeigt, dass jede Marke ihre eigenen Stärken hat. Es ist schön zu sehen, wie sich die Unterschiede in der Anwendung zeigen. Und das hätte ich wirklich nie gedacht. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Like. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, dem dieses Video auch Freude bereiten könnte, dann wäre es toll, wenn ihr es teilt. Danke fürs Dabeisein und viel Vergnügen beim Video.